Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NHL 19, die DEL-Saison mit den Kölner Haien. Wir spielen heute gegen Bremerhaven und hier heißt es natürlich noch Wiedergutmachung, denn wir haben ja das letzte Spiel gegen Bremerhaven 3:0 verloren, also müssen wir heute auf jeden Fall uns mal für diese Niederlage revanchieren. Gestern, ich will eigentlich gar nicht über das Spiel von gestern reden, das ist einfach wirklich, mich regt das immer noch so auf mit dieser KI, Mann. Ich will einen Pass nochmal auf Pinizzotto spielen. Was passiert? Es gibt Icing. Gut, vielleicht war es auch ein bisschen dumm. Weil wenn ich das nämlich nicht gespielt hätte, dann... Oh, scheiße, jetzt habe ich das... Oh, nein, Entschuldigung, ich habe gerade hier die Sequenz geskippt. Also, wie gesagt, hätte ich gestern einfach nicht mehr versucht, aufs leere Tor zu gehen, dann hätte ich das Spiel auch gewonnen. Das sind einfach Dinge. Weiß ich nicht, da muss ich auch draus lernen. Aber trotzdem war es von der KI einfach dumm, dass da noch ein Reihenwechsel gemacht wird. Also bitte, 3,5 Sekunden vor Schluss. Wer macht da einen Reihenwechsel in der Realität? Vor allem, wenn du die Chance hast, auf ein, ja, noch auf ein Tor. Beim Empty Net. So, Schütz. Ah, die haben uns genau, die haben uns ja mit dem... Mit dem Unterzahlspiel total zur Weißglut getrieben. So, Moritz Müller übrigens verletzt, wie ihn heute Pascal Ceresen im Team. Boah, hat er der Exen? Nee, hat er nicht. Breslau. Schütz, wir müssen denn hier noch versuchen, Mann. Oh nächste Strafe, sehr schön. 5 gegen 3, 15 Sekunden, mach ich eh nichts draus. Oh nein, Zaleski, Mann. Oh, danke schön. Ich mach's mir selbst kaputt. Genoway, er spielt genau auf Pöpperle. Dem müssen wir einen reinhauen. Das kann nicht sein, dass der letztes Mal hier einen Shutout hatte. Just a hair under 4 minutes gone. Still nothing on the score sheet yet. They won that face-off, try to generate something. Ja, weg ist er wieder. And it's lifted back out of trouble. Cologne's moving the puck in their own end. Zalewski. Steps in from the neutral zone. Stays along the boards. Sulzer. Das war richtig stark. Da sieht man auch wieder die Intelligenz von dieser KI, Mann. Wenn da sowas gemacht wird, wenn der hinterm Tor gegen das Tor schießt. Was ist denn hier los, ey? Ich glaube nicht, das Spiel hat sie nicht mehr alle. Als ob ich da so einen Pass hinhaue. Picked up in the attacking zone. Shot may not have intended it, but it hit him. Kicked out of the scrum, he has it. No. That attack shot right down. He's got it. Perfect pass, cut the ice in half. Looks ahead to start something. Pinizzotto, ey. Zwei so Dinger, das muss am Spieler liegen. Oh, Glott. No chance on that pass. Superb hit. A great hockey play there. Looks like he arrived at the rink in a bad mood. Maybe he missed his wake-up call. That early hit is an angry one. Leads that charge into the zone. Great moves in the zone. Fires. Genoway, gehalten von Pipperle. Stick handling up the wing. Der Fußfaktor steigt. That's a good fake out in the neutral zone. Sulzer wieder. Komm, Zalewski, du hast jetzt zwar schon, keine Ahnung, 12 Minuten Eiszeit gefühlt. Pinizzotto, Mann! Oh, wie frei! Strafe.
Aber wir machen eh wieder nichts draus. Schütz Müller Exen. Eddie, I'm with you on that. Power play beginning. After an ineffective power play earlier in the game, let's see if they can get a little more organized, get the puck into the zone and get it on net far more frequently. Cologne's carrying it in their own end. Skates it into the zone. Takes that pass up the boards. Shoots one. Ja, Mann, 1-0. Awesome, Medaisky. Can I have your stick? Felix Tor vor mir. Der Felix Schütz hat auch gar kein Tor gemacht. Er hat aufgelegt. Jones und Eggson. Noch nicht mal. Felix Schütz irgendwie am Tor beteiligt. So, aber auch damit ist diese Serie gebrochen. Gegen Bremerhaven. Mit dem Gegentor. Ich habe mir gerade eine Strategie. Oh nein! Eine Strategie überlegt. Aber ich sag's noch nicht. Ich will das jetzt erstmal für mich gerade testen. Nicht, dass ich noch ausgelacht werde. Oh Gott. Also das war nicht die Strategie. Absolut war das nicht die Strategie. Cologne's offensive output over the last 10 games has carried them through this great stretch. They want to continue to turn the heat up on an opponent that is really had a tough time. Nearing the final minute of play. Very important steal for him. Oh mein Gott, wir halten ihn sogar drin. Smart recovery by Ellis. Strafe. Dankeschön. Whistle is blown and now the penalty will be handed out. Wir ziehen nur auch hier richtig dumme Strafen heute. And this one has been. Let's see if it continues. I like their setup on the power play that scored earlier. Ja, weg ist das Ding. Let's see if they can get it set up again. Move the penalty killers around for a couple of good chances. Cologne's along the wing at center ice. Stole that pass Mist. Away and oh. Lost the puck. Verdammt. Na gut. 1-0 nach dem ersten Drittel. Immerhin. 13:5 die Schussstatistik. 57 Sekunden war Bremerhaven schon in unserem Drittel. Also Hammer. Period has begun with one team still short. Some carryover time left. Cologne's on the move, hoping to wheel it up the wing. Müller. On through the corner. Medaisky. Must. Oh, weg ist das Ding wieder. He finally got it out of there. They must retreat and start back again. Got that one ahead at center ice. Ich will, glaube ich, einfach immer zu schnell das Spiel machen. Puck picked up here. Und dann ist nur einer vorne. Grumble. Oh Gott, wir machen fast eine Unterzahl. There's not really much place to go with the shot. He's trying to be perfect. He misses and the puck rings around the boards. Looking to Akison. Oh, Schütz, schade. Wow, Doc, he was in the slot and shot that well off the target. I don't know how he missed from there. Banked right ahead. Takes that pass. Point to Jones. Boah, der war gar nicht so geplant, aber ist okay. Popped out of the scrum by escape. Poke check. Wie geht der hin, Mann? Oh, Icing, okay. Das war für den Gegner. Sehr schön. Potter. Nice tip of the pass.
Ich habe gerade irgendwie... Hä, was sind das hier für Leute auf dem Eis? Oh mein Gott. Ist aber voll durchgemischt. Hanowski. Shoots. Terrific challenge. Outstanding save. He had his eye on the puck the whole time. What a stop. Und Janeway macht das gut. Und da ist Pascal Cerrison. Alter Schwede, ist der langsam. Grabs that pass in the offensive zone. Heads along the boards. Puck loose, just oh, Pascal Cerrison. Mishandled thanks to the roadblock. To Ellis. Takes that pass. Rosberg. Good shooting place. Oh, deflected. Höperle hält ihn fest. Boah, was ein schlechtes Spiel ist das bitte hier. Over 9 minutes on the clock in the second. Only one goal hanging on the board so far. So it's 1-0. Cerrison. Boah, das wäre jetzt ein Ding gewesen. Erstes Tor hier von ihm im ersten Spiel. Oh, Strafe. Sebastian Uvira. Beinstellen. Looking to change the momentum, they have it. Getting their first power play of the game, trailing. I agree entirely, Eddie. Let's see if they prove us right here. 12 minutes, 11 seconds. Passes into unhindered terrain. Piked in the slot. Holy fucking shit, ey. Muscled off. Wrist shot. Save. Tries in front. Ja, Potter. Noch 50 Sekunden. Souverän sah es bis jetzt noch nicht aus, das Unterzahlspiel. Pizzotto. Oh Mann, ey. Cologne setting things up in their own end. So, Uvira ist wieder da. Ah, schade. Also in Playoff-Form sind wir trotzdem nicht. Auch wenn wir jetzt mal 4-0 gegen Schwenning gewonnen haben. Das werden interessante Playoffs auf jeden Fall. Da können wir schon mal einen drauf lassen. Oh, Wessler. If you don't hit the net, you can't score. Give yourself a chance by getting it on the net. Ich vermisse die Zeit zurück, wo wir mit Jason Aiken hier Tore gemacht haben am Fließband. Ich glaube, 3 oder 4 Tore habe ich mit dem einmal in einem Spiel gemacht. Nie mehr wieder. Ja, jetzt werden wir hier weggecheckt. Moore's carrying it through center. Tiffels, Dominik Tiffels ist das. Jones, Cerrison, Zalewski. Finde Jones. Ha, den kriegen wir da nicht durch. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Ja, nach dem zweiten Drittel weiterhin 1-0 für den KIC. 5-10 die Schussstatistik. So, Schütz fällt jetzt Bulli. Hier sollte aber heute trotzdem mal 3 Punkte geholt werden. Ja, Potter auf Pinizotto. Oh. Bulli erzwungen. Oh, ey, Mann. Keine Anzeichen hier mit den... Oh, Gott. Ich krieg den Puck dahin und check's nicht.
his team make progress with that bounce pass. I like that play. He had a little bit more of a risky option, but he went off the boards and bounced. Müller auf Nordeisky. Felix Schütz. Das gibt eh wieder nichts jetzt. Natürlich gibt's nichts, weil da ein Gegner steht und wir den wieder anspielen. Also das haben die schon besser gemacht, das muss man sagen. Es ist nicht mehr so leicht, da einfach so durchzukommen, aber trotzdem. Es ist frustrierend einfach. Oh, das ist sehr gut. Ich krieg nicht Elksen jetzt. He takes that one right ahead. Good pass. Danke für das Abseits. Jetzt kommen hier irgendwelche Highlights, oder? Komm, wir brauchen doch keine Bremerhaven Highlights jetzt, Mann. Ostalewski. Exen. Oh. Using the point. Almost like a cement wall that time. And that puck is not going where he wanted it to. Oh, Jones, ey, hält schon ganz gut. Oh, das ist eine Strafe. Lauf, Wesslau. Bauen jeden Mann auf dem Eis. Oh, oh. Puck went just outside the blue line, and so everybody has to get back. Cologne's making their way through center ice at the board. Das bringt schön Zeit. Once the shoulder of the corner here. Pascal Zerrissen, oh, ganz knapp vorbei. 2 Minuten Powerplay, noch 9:35 auf der Uhr. How quick he released that puck. A power play that can generate goals is special, and this one has been. Let's see if it continues. Big drive. They have just 4 players on the ice. Their fifth is slow to his feet and back to the bench. He's hurt. Einzig gut am Powerplay für uns ist, dass wir im Normalfall kein Gegentor bekommen. Dass wir die Zeit ein bisschen runterlaufen lassen können, aber sonst. So ist er. Natürlich kommt er wieder da durch. Das ist doch niemals Abseits, Mann. Neutral Zone face off 1. Possession established here. Ja, wow, ey. Da war ja richtig Schmackes dahinter. Power play unit goes back. Puck is thrown to Akison. Great stick work prevents the pass from being complete. Das war super. Das war elegant. Cologne's power play has come to an end. Welches Powerplay, Mann? Das war Verschnaufpause. Oh, Schütz. Gar nicht so schlecht, wie er sich da durchgetankt hat. 6:30 noch. Unsere Torkrise ist übrigens wieder da. Hörnowski. Oh. Scooped up. Through the corner. They just keep working away, don't they? And there's a delayed penalty call. Nächste Strafe. Goalie to the bench, extra man over the boards on the delayed penalty. Free puck, thanks to Mann. Na gut, 3:52 noch, 2 Minuten Powerplay. Geht vielleicht was. Wer es glaubt. Wir ist Bulli hier. So on this power play they will resume from their own end of the ice. Müller, Alter, okay. Das war mal ein schickes Tor. Das muss ich vielleicht öfters probieren, Marcel Müller, dass ich da von links und dann dem oben rechts das Ding in den Winkel reinknall. Das soll es dann jetzt wahrscheinlich auch gewesen sein. Und Pohl gewinnt einen Bulli. You chase you. Booted aside.
Medaiski sogar hier wieder mit einem Assist. That one's right on his stick from the right side. Why? Takes that pass up the boards and oh, die lassen sich über Zeit mit dem Torwart. Jetzt kommt er. Und Corey Potter schießen dann nochmal den Flaschen. Ja, die Flasche da oben runter. Sagen die Flaschen. It's Potter Time. Ja, 3-0. Haben wir uns gerecht hier für das 3-0, was wir hier letztens hatten? Ich würde gerne was zu Pascal Sarrazins erstem Einsatz sagen, aber leider ist nicht viel. Doch, ein Tor hat er fast gemacht, stimmt. Boah, Tiffels. Gott. Und nochmal hier einen weggeräumt. So, Shutout für Breslau, sehr schön. 1-0 gewinnen die Haie gegen Bremerhaven. So kann es gerne weitergehen. Auch wenn es am Ende halt wieder glücklich war. So, dann gucken wir mal. 5-16. 5 Schüsse aufs Tor gehabt. Ja, brauchen wir uns eigentlich gar nicht so über freuen, über 13-0-Sieg. Medaiski, Potter und Müller, die Spieler des Tages. Breslau nicht mal hier drin erwähnt, obwohl er einen Shutout gefeiert hat. Aber bei nur 5 Schüssen ist das wahrscheinlich verständlich. So, Leute, dann gucken wir mal hier nochmal rein, wie die Tabelle jetzt aussieht. Ja, Moritz Müller ist wieder da, sehr schön. Was? Nein, Marcel Müller ist verletzt, aber nur ein paar Tage. Das ist doch ätzend. Warum? Der hat doch eben noch ein Tor gemacht. Moritz Müller steht im Spiel da zur Verfügung. Ja, toll. Na gut, Leute, dann gucken wir mal hier rein in die aktuelle Tabelle. Zweite Verletzung von Marcel Müller. Nürnberg 82 Punkte, wir 82 Punkte, München 79 Punkte, Ingolstadt 79 Punkte, 76 Punkte Berlin, 73 Punkte Mannheim, 67 Punkte Wolfsburg, 64 Punkte Bremerhaven, 58 Punkte Augsburg, 48 Punkte Straubing, 46 Punkte Iserlohn, 45 Punkte Düsseldorf, 43 Punkte Schwenning und 37 Punkte Krefeld. Ja, das war's dann mal wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal einen Daumen da oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint gerne meinem Discord-Server. Der Link dazu unten in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und auch mein Twitch-Kanal. Ansonsten aktuelle Uploads täglich um 12 Uhr eine neue Folge von NHL, nee Quatsch, nicht von NHL, NHL ist um 15 Uhr, um 12 Uhr WWE 2K19 die Karriere, 15 NHL 19 DL-Saison mit den Kölner Haien und 16 Uhr das Community Universe von WWE 2K19. Wenn ihr daran Interesse habt, lasst gerne meinem Kanal ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Weg mit mir gehen würdet und Teil meiner Community werdet. Ich bin jetzt raus, bedanke mich fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao!